Vergangene Woche haben wir noch über die letzten schönen Tage im Waldfreibad an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen berichtet. Viele Besucher nutzten die warmen Tage nochmal so richtig aus. Doch bald könnte es hier so aussehen, denn der Stadt Euskirchen fehlt das Geld, um das Freibad zukünftig weiter zu betreiben. Die Stadt Euskirchen schließt in diesem Jahr mit einem Haushaltsplan ab, der ein Defizit von 16,5 Millionen Euro ausweist, also mehr Aufwendungen als Erträge. Und dies ist auf Dauer natürlich dem Bürger nicht zumutbar, dass er diese Belastung tragen muss und die Generationen dann mit diesen Schulden leben müssen. Insoweit ist die Verwaltung, der Bürgermeister und der Kämmerer gefordert, Vorschläge zu unterbreiten, wie man dieses Defizit reduzieren kann. Dazu gehören unter anderem, dass man sich die Fragen stellt, können wir uns ein Waldfreibad noch erlauben? Können wir uns ein Museum in diesem Umfang noch erlauben? Können wir uns eine Musikschule noch erlauben? Also sehr, sehr viele Dinge, die die Bevölkerung und auch wir liebgewonnen haben, die aber einfach nicht mehr finanzierbar sind. Der Verein der Freunde und Förderer des Waldfreibades setzt sich für den Erhalt des Erholungsgebietes ein. Der Verein zählt gut 240 Mitglieder, die dafür kämpfen, dass das Waldfreibad nicht dem Rotstift zum Opfer fällt. Vereinsvorsitzender Gerd Madré hat auch schon einen Plan, wie er dem Freibad helfen kann. Wir werden vom Förderverein uns bemühen, noch mehrere Mitglieder zu bekommen, um mit höheren Mitgliedsbeiträgen eine bessere finanzielle Basis für den Förderverein zu schaffen. Auf der anderen Seite bemühen wir uns weiter um Sponsoren, die zum Beispiel Bewerbung im Schwimmbad einen finanziellen Beitrag leisten, den wir in verschiedenen Formen der Stadt weitergeben können. Sei es direkte Zuwendungen, sei es mit Erhalt des Schwimmbads und weitere Attraktivitätssteigerung des Schwimmbads, um noch mehr Besucher anzulocken. Das Freibad zählt in einer guten Saison bis zu 40.000 Badegäste. Durch das wechselhafte Wetter in diesem Jahr waren es bisher nur 3.000. Im vergangenen Jahr wurden 14.000 Badegäste gezählt. Das schlägt sich auch auf die Zahlen nieder. 2009 verursachte das Bad ein Defizit von 74.000 Euro. 2010 waren es 104.000 und im letzten Jahr rund 140.000 Euro. Sollte das Bad aufgrund der bisher geringen Besucherzahlen und der daraus resultierenden Kosten geschlossen werden, würde es für die Region einen herben Verlust bedeuten. Wenn die Steinbachtalsperre wegfallen würde, wäre natürlich ein herber Schlag für die Region. Wir hätten kein Freibad mehr. Die Leute kommen ja sehr gerne hier schwimmen. Es ist sehr schön hier. Und auch für uns wäre es natürlich sehr traurig. Wir arbeiten sehr gerne hier. Es ist ja sehr idyllisch hier und einfach herrlich anzusehen. Um den Verlust des Tourismus in der Region weiß auch Bürgermeister Dr. Uwe Friedel, der diesen Schritt auch nur ungern in Erwägung zieht. Es bedeutet aber auch einen Rückschlag für das Waldgasthaus Steinbach. Die Schließung für uns würde bedeuten, dass die Existenz der Waldgaststätte extrem gefährdet ist. In den 3 Monaten Waldfreibad im Sommer setzen wir eigentlich so viel Speck an, dass wir den Winter und die restlichen 9 Monate kostendeckend überstehen können. Wenn die 3 Monate wegfallen, dann muss man sich Gedanken machen über einen anderen Verwendungszweck an der Steinbachtalsperre. Zudem gibt es einen Erbpachtvertrag mit dem Waldgasthaus, der die ständige Öffnung des Waldfreibades beinhaltet. Dieser bedarf auch einer Prüfung. In dem Erbpachtvertrag ist das nicht rechtssicher geregelt. Wir haben nur in dem Erbpachtvertrag Passagen und in diesen Passagen steht also drin, dass wir das Waldfreibad mit bewirtschaften können. Und wir haben aufgrund dieser Bewirtschaftungszusage haben wir natürlich extreme Investitionen auch getätigt. Und da steht die Stadt zum einen im Wort, zum anderen die Rechtssicherheit, ob das generell betrieben werden muss, die muss überprüft werden, die muss juristisch überprüft werden. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Am 22. August ist ein Gespräch zwischen Gerd Madré und Bürgermeister Uwe Friedel geplant, an dem sich auch Waldgasthaus-Geschäftsinhaber Manfred Bolz beteiligen möchte. Hier sollen nicht nur über die Defizite gesprochen werden, die das Waldfreibad verursacht, sondern auch, wie sich der Verein noch besser in den Betrieb der Anlage einbringen kann. Spätestens am 11. Dezember wird eine Entscheidung fallen, ob das Freibad Steinbachtalsperre in der nächsten Saison wieder öffnet oder für eine ganze Weile geschlossen bleibt.